Hallo, heute möchte ich von meinem Gremlin berichten. Ich habe eine neue Klarheit entdeckt bezüglich seines Verhaltens. Gestern hatte ich einen Austausch mit einer Person, die mich, mein Gremlin würde sagen, kritisiert hat. Und diese Person hat sehr bewusst und sehr verantwortlich mir Dinge gesagt, wo sie einen Mangel an Achtsamkeit bei mir erlebt. Und ich war dadurch, dass ich wusste, dass diese Person mit mir sprechen wollte, ganz in einer Offenheit, in einer Empfänglichkeit für das, was kommt, gegangen. Und das war so schön. Ich konnte diese Person hören, wiedergeben, was ich sie hatte sagen hören und mich berühren lassen von ihren Worten und wahrnehmen, wo was einfach stimmt, der Realität entspricht und ohne mich zu beschuldigen oder schuldig zu fühlen. Ich war durch die Offenheit selber, hat mich verankert, zentriert, empfänglich gemacht und mir vermittelt, ich bin in Ordnung. Dieser Austausch war eine Erfahrung der Liebe. Und ich konnte sehen, wie das, was die Person gesagt hat, transformiert in mir was transformiert, ohne mein Zutun. Transformation geschieht. Das war eine Erfahrung. Und dann, ungefähr eine Stunde später, kam Gremlin, Kind-Ego-State, Eltern, Ego, Seelen, Box und sprachen auf diese Erfahrung von meinem Sein ein und haben versucht zu sagen, hier war übertrieben, dort, da ist bin ich schuldig oder ist die andere Person schuldig? Und ich konnte spüren, wie das ein anderer Teil von mir ist, nicht meine Essenz. Und weil ich das spüren konnte, so stark, habe ich
der Stimme, die einfach weiter gesprochen hat, nicht geglaubt. Ich bin ihr nicht auf den Leim gegangen. Das war, ich merke, dass das die Räume in mir von meinem Erwachsenen-Ich und von meinem Sein versus Kind-Ich, Eltern-Ich, Gremlin und Box klar gemacht hat. Das heißt nicht, dass ich weniger reinfalle. Und es heißt aber, ich kann schneller wieder zur Klarheit kommen. Ja, das ist es, was ich heute teilen wollte. Danke.